Mein lieber Maurice, was ist eigentlich die Bedeutung deiner Komposition Pavane pour une enfant défunte? Daraufhin gab er mir folgende Antwort. Als ich das Stück schrieb, sah ich ein Gemälde von Diego Velázquez vor mir, das Porträt einer kleinen Prinzessin am spanischen Hof. Und mit einem Mal wurde das Kind vor meinem inneren Auge lebendig. Ich sah sie in ihrem prachtvollen Kleid, wie sie mit anmutigen Bewegungen eine Pavane tanzt. Sie schreitet, kommt und geht mit kleinen Schritten, während sich ihr breiter Reifrock hin und her wiegt. Mal dreht sie sich graziös, dann verbeugt sie sich wieder und während ich dieses Kind beim Tanzen betrachte, höre ich meine Musik, als sei sie die Musik zu einem Schauspiel, dem erloschenen Schatten eines vergangenen Jahrhunderts